Oh ja, muss ja auch das Gegenstück zur Fähre. So. Dann klappt es vielleicht auch mit der Bevölkerung, wenn ich hier noch Häuser hinbauen würde. So. Ah, die paar Hütten. Jetzt fackeln mir die noch ab. Ja, dann baue ich halt neue hin. So. Tja, das ist, brennt gerade alles fröhlich weg. Super. So viel dazu. Ey, Forderung kann endlich erfüllt werden. Mann, 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 Mann. Ja, das fackelt jetzt natürlich schön alles ab. Und siehe da, ich brauche Arbeitskräfte. Wer hätte das gedacht? Was wir schon mal tun können, ist die Pyramide anfangen. Das ist doch meine Idee. Tja, null Arbeitslose. Aber ich kann hier mal eine Zisterne hinsetzen und ein Bazar. Da. Dann sieht es nämlich auch schon mal besser aus. So, was sagen denn die Wertungen? Wir haben Arbeitsmangel, aber wir haben Geld plus. Das ist schon mal gut. Kultur ist zu wenig Zahnärzte. Da können wir uns doch schon mal langsam drum kümmern. Da ein und hier noch ein. Da mehr Arbeitskräfte, bla bla bla. Gegend attraktiver. Gut, dann bauen wir ja überall die Plätzchen. Sollte das auch kein Thema mehr sein. Ja, sieht doch schon besser aus. Buchstäblich. So, unsere Kriegshäfen sind langsam in Betrieb. Haben die alle Arbeitskräfte? Ja, perfekt. Es muss nur noch die Werft ordentlich ackern. Wahrscheinlich hier noch eine Zisterne, damit auch überall wieder der Dude vorbeikommt. Da werden die Ziegel gezerrt, die will uns wohl jemand abkaufen. Jo, das sieht gut aus. Geld haben wir plus, brauchen immer noch gut was an Arbeitskräften. Hier habe ich doch bestimmt ein paar Arbeitskräfte über, dass ich hier noch ein Silo hinbauen kann. Notfalls mit einer Zisterne dran. So, wo fehlen denn noch die Arbeitskräfte? Warenlager sind alle bestückt. Hier läuft auch alles sehr gut. Ne, hier fehlt ein bisschen was. Aber die dürften ja eigentlich kommen. Wenn ihr mal der Wasserträger endlich vorbeischaut. Wir haben ja noch Platz für... Oh, nur noch für 22 weitere Personen. Oh ja, aber der Wasserträger... Wasserträger? Hä? Okay, dass das mit Attraktivität nicht so cool ist, ist klar. Aber warum kommt der denn hier nicht vorbei? Ah, jetzt. Tja. Verstehe ich nicht. So außenrum geht ja schlecht. Viele Steine brauche ich für den Spaß. Och, das ist ja nichts. Vor allem nichts an einfachen Steinen. Dann baue ich das mal lieber ab. Ich setze dafür noch Kalksteinbrüche. Eigentlich kann ich doch hier die... Dieses Stückchen Stadt ausbauen. Ja, das
das so? Ich muss mich ja hier sowieso ein bisschen breit machen. 1, 2, 3, 4. So. Ja, das sieht auch gut aus. Ah. Gut, ist jetzt etwas klein, die Lücke. Ah, das passt schon. Wird eine normale Zeit, um hier Fischerhäfen zu bauen. Oh, es wird Zeit, das Krokodil umzunieten. Das wäre mal eine Idee. Das ist eigentlich... Haben wir da gerade getötet? War das ein Arzt? Wenn ja, wo kommt der her? Ach nee, wahrscheinlich Priester. Priester. Fest für Dezember vorbereitet. Was sagt es? Was war ein Nilometer? Hervorragend. Das ist gut. Ja, das war hervorragend. Haha. Ich habe sehr viele Feigen. Wo ist mein ganzes Getreide hin? Hier, hier. Könnt ruhig alles nehmen, nicht? Die müssen nicht maximal holen. Die reicht, wenn die das annehmen. Und es mir weg zum Hamster. Die haben gut Getreide geholt. Da ist es also. Aber irgendwann mal gehört mir der ganze Bazar. Ah ja, jetzt wieder das altbekannte Problem der Jongleure. Die sind ja wieder die Antwort auf alles. Nicht. Jongleure sind super. Braucht man unbedingt. Wohlstandwertung steigt, Königreich sinkt. Dürfte aber eigentlich bald wieder steigen. Ja, Reh hat auch gute Laune. Der sollte da auch ein bisschen mit was zu melden haben. Was sagen denn die... genau, die Grabbeigaben. Waffen. Und Luxuswaren. Okay, Geschirr ist, okay. Drohung durch andere Stadt. Gut, das ist, mittlerweile sind wir finanziell sehr gut abgesichert, deswegen nehmt. Nicht so, dass ich mich nicht verteidigen könnte, ne, aber. Ja, hier, die bekommen auf jeden Fall nochmal ihren Wasserträger. Gut, ich muss Waffen produzieren. Arbeitslosigkeit sollte mittlerweile... Ja, habe ich ein bisschen. Dann mal die eine oder andere Waffenschmiede platziert. Und vielleicht schon mal 1000 Edelsteine importiert. Die sind zwar teuer, aber dann habe ich es weg. Mal hier so sollten die Leute sowieso noch Bock auf Arbeit haben. Kann ich hier mal ein Juwelier zum Beispiel hinsetzen? Vielleicht mit einem Warenlager, was nur Edelsteine und Luxuswaren nimmt. Ja, 1, 2, 3 Juweliere. Genau, denen fehlt jetzt das Bier. Das müsste man ja wieder importieren. Da muss ich aber erstmal schauen, wie das finanziell ausschaut. Gegend nicht attraktiv genug, aber ich kann hier auch ohne Probleme Plätze setzen. Ach. Okay, auch denen ist es nicht hübsch genug. Ja, vielleicht jetzt. Ja, nicht so ganz. Ich mal ein bisschen versuchen, die Plätze zu strecken. Ja, das klappt doch, oder? Nicht so ganz. Eine Segnung. Jetzt geht's schon wieder los hier.
Wo ich mit Zeug beschmissen werde bei der Pyramide. Also bisher noch nicht. Was machen die denn hier für einen krassen Dance? habt ihr das Krokodil gekillt? Nein, ihr solltet das Krokodil killen, habe ich gesagt. Mensch, Mensch, Mensch. Gut, Waffen nehmen die so oder so an. Schade, dass ich Waffen nicht exportieren kann. Ich habe mittlerweile äußerst viel Fisch. Aber sollte der Bazaar ja eigentlich auch sich sorgen. Ansonsten kann ich da beim Silo auch mal holen einstellen. Genau. Dann kann er das mal tun. Oh, Dude. Wie viele Steine haben wir jetzt jeweils? Wir haben 20 einfache, 33 Kalksteine. Wir brauchen 48 einfache Steine. Ja, das passt ja erstmal. Feuer! Ach du meine Güte, auch noch die Tanzschule. Oh Gott. Würden wir jetzt alles schön abfackeln. Aua, aua, aua. Irgendwie fängt ja alles ganz schön schnell Feuer. Aber da kommen sie gleich alle ran, ne? Das ist nicht schlecht. Aber die Feuerwehrleute mal zuverlässig. Da kommen sie, wenn es zu spät ist. Da sind sie da, natürlich. Silo für die kommende Ernte bauen? Ich hab doch noch zwei. Toll. Ich brauche mal ein bisschen mehr Exporteinnahmen. Fisch oder so kann ich nicht exportieren, oder? Nö. Und gut, Stroh natürlich eh nicht. Ja, bei Geschirr muss ich mal wieder Grenze ein bisschen höher gehen. 600 sollte eigentlich reichen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall Edelsteine, wo auch immer die sind. Da! Okay. Dann sollte ich vielleicht die Juweliere da unten hinsetzen, wenn jetzt da die Edelsteine hängen. Sicherheitshalber nochmal Feuerwachen. Scheint ja alles irgendwie gern Feuer zu fangen. Auch hier ist ja nicht so, dass da die Feuerwehr direkt vor der Haustür ist. Erhöhte Brandgefahr. Warum ist denn... Ey, da ist auch die Feuerwache direkt... Jetzt. Okay, jetzt war sie dort. Mensch. Gut, und beim Einstürzen... Oh, das sieht wesentlich besser aus. Oh, Krankheit. Genau. Gut, dass ich mir das mal anschaue. Uiuiuiui. Beinahe vergessen. So, Osiris braucht ein Fest. Sehe ich. Wow, warum ist denn das hier schon so krass aufgestiegen und der Rest ist noch... wartet auf Nahrungsmittel. Das Silo ist voll mit Fisch. Oh, warte, gibt auch keinen Fisch her. So, jetzt vielleicht. Ja, ich kann ja auch nochmal einen zweiten Bazaar hier hinbauen. Ja, noch eine Segnung. Ja, jetzt muss ich mich, glaube ich, mal langsam schon mal um Zimmerleute und Maurer kümmern. Ne, nicht Maurer, Steinmetze. Und ich brauche ein bisschen neues Holz. Nur ein Müh. So.
Und die Juweliere. Machen nichts. Okay. Wir waren an einem anderen Ort. Oh, kann es sein, dass ich den irgendwie abgeschnitten habe, dass der schon seit Ewigkeiten unterwegs ist und dann habe ich die Juweliere hier gelöscht? Sorry.